Essen raus. Grenzkontrolle war mal wieder so Australian Way. Einmal kurz in den Kühlschrank geguckt und fertig. Normalerweise, wie gesagt, sind ja Obst und Gemüse verboten. Und damit man weiß, was genau verboten ist und was nicht verboten ist, gibt es hier so eine Broschüre vom Government. Wenn man sich die mal genauer anguckt, dann sind aber mehr Sachen unklar auf der Liste. Dafür stehen hier die gelben Dreiecke, als wirklich grün oder rot gekennzeichnet sind. Und normalerweise soll ja so eine Liste eigentlich immer Klarheit bringen, was geht oder was nicht geht. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also nochmal kurzer Blick hier. Alles voll mit Dreiecken. Ja, so ist es. Jetzt sind wir drüben offiziell in Südaustralien. Wir sind jetzt hier beim Point Labbit Conservation Park. Und hier ist die größte Population der australischen Seelöwen. Guck mal, jetzt geht er da hin zu der Familie da. Da ist jetzt richtig Stimmung, wo er jetzt guckt. Und jetzt kommt's, die Frauen werden bis zu 120 Kilo schwer und die Männer sind echte Heavyweights, quasi Super Heavyweights mit fast 400 Kilo teilweise. Muss man sich mal reinziehen, wenn man so einen Seelöwen sieht, denkt man sich, okay, der ist fett, aber dass er so fett ist, dass er 400 Kilo wiegt, das hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich haben wir die gesehen in Rockingham, als wir mit denen geschnorchelt sind, weil sonst haben wir bisher immer nur Männchen, also männliche Kolonien gesehen. Die Bachelor-Partys waren das. Und hier sind das erste Mal auch Frauen mit Babys. Das Coole ist, dass man dafür nicht in irgendein Center fahren muss, sondern dass man hier einfach 20 Kilometer Schotterpiste fährt und schon hat man irgendwie einen Tierpark vor den Augen. Du musst jetzt die Gönnung der Woche anmoderieren. Die Gönnung der Woche ist Fisch, Fisch, Fisch. Wir sind nämlich hier in einer super krassen Fischregion von Australien in Port Lincoln. Wir haben uns eine Salt and Pepper Squid und Prawn Combo mit Chips und griechischen Salat geholt. Der Place heißt The Fresh Fish Place. Der frische Fisch. Da gibt es ganz viel frischen Fisch und auch zubereiteten Fisch. Und da wir nicht so die Fischfreunde sind oder es nicht so richtig fangen können und auch nicht so richtig lecker zubereiten können, lassen wir es machen. Und da muss ich immer was gönnen. Richtig. Sieht gut aus. So, jetzt gibt es Fresh Food. Und zwar haben wir hier einmal Tintenfisch, Garnelen. Und wir haben einmal noch die Spezial-Nachtisch-Überraschung am Start. Und das hat das Geile an diesem frischen australischen Seafood und auch an den Calamaris hier. Die müssen sich quasi nicht hinter irgendeinem fettigen Teigmantel verstecken, sondern da kommt ein ganz leichter Film drauf, Salz und Pfeffer. Und dann sind die, das ist der Pfeffer, und dann sind die ready to eat. Das, was man eigentlich aus Deutschland immer kennt, dass da so übelste Panade drum ist, gibt es hier auch. Aber wie gesagt, ein guter Tintenfisch muss sich nicht hinter einer fettigen Panade verstecken. Chili Squid. Den haben wir gestern im Fischladen gekauft. Sieht man sogar noch die Tentakel.
Ja, und das ist sowas wie quasi, wie es auch als Trockenfleisch gibt, und das kann man wohl so essen. Das ist irgendwie so Heißluft getrocknet oder sowas, gesmoked und geräuchert quasi. Geräuchert, genau. Geräuchert. Beiß ich mal da rein, du. Wie ist es? Gar nicht mal so lecker? Lass mich mal nochmal abbeißen. Ist scharf. Wir brauchen eine Review. Schmeckt oder schmeckt nicht? Also mir persönlich schmeckt es sehr gut. Wonach schmeckt es denn? Wie Biltong, so kann man sagen. Von der Konsistenz und vom Geschmack? Ja, vielleicht ein bisschen weicher noch als Biltong. Mhm. Und vom Geschmack ist es wirklich Smoked Chili. Kannst du mal probieren. Der hat noch nicht scharf. Wir sind übrigens gerade in Viala oder Viala, keine Ahnung. Die erste Station. Erstmal hier diesen Delfin hier 2 Stunden zu beobachten. Da. Richtig, hast du ihn angeschissen? Nee, leider nicht. Weil du gesagt hast, der beißt mich. Naja, aber ich weiß ja nicht, ob man fest hier an kann, weil die wahrscheinlich so eine Membran haben, oder? Ja. Aber ist richtig nice. Wo dich? Da kommt noch einer. Da schwimmt er. Da ist ja nichts. Wo kommt er? Hinter uns. Da. So, so geil. Hallo. Hallo. Wir hatten eben eine ordentliche Wildlife-Dolphin-Begegnung. Eigentlich hat unser Tag heute richtig scheiße angefangen. Wir haben die ganze Nacht 50 Mücken im Zelt gehabt. Keine Ahnung, wie die reingekommen sind. Morgens hatten wir die Fliegen und Ameisen überall. Und dann haben wir sofort das Zelt abgebaut, sind irgendwie duschen gefahren, warm, kostenlos hier in Viala. Haben dann am Wasser gefrühstückt und schön French Toast und Spiegelei gemacht. Schon Delfine beobachtet haben. Die wurden halt auch gefüttert nachher von einem Boot und dann kam. Soll man eigentlich nicht? Nee, dann kamen ganz viele, aber es, also irgendwie ist es schon geil anzugucken, natürlich, aber er hat ja immer 2 Seiten, die Medaille, ne? Wir haben mir einen Köder angeboten, aber ich habe nicht genommen. Ich habe gesagt, no thank you. Ja, ist gut. Da war vielleicht ein bisschen pisst, aber war mir egal. Ja, ich glaube. Sowas machen wir nicht. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Ja. Das war erstmal Eyre Peninsula, genau. Hier der kleine Südzipfel, westlich gelegen von Adelaide. Kannst du das nochmal kurz zeigen? Kann man sehen? Ja. Wo ist nur Labor? Irgendwo da. Irgendwo hier hinten, von da sind wir gekommen. Sind jetzt hier die ganze Küste lang gefahren. Hier war übrigens unser geiles Klippencamp. Dann nach Seduna, da war die Fruchtkontrolle. Haben wir und? Natürlich bestanden. Was noch für eine Kontrolle? Honig?
Nee. Und Polizeikontrolle, stimmt. Genau, und die Polizeikontrolle, wo ich die Indicators so ein bisschen kurz vergessen habe, laut Angabe des Polizisten war es nur ein Brainfart von mir. Ja, dann sind wir hier runtergefahren. Streaky Bay bis nach Port Lincoln. Da haben wir kurz einen Zwischenstopp mit Fisch und Chips eingelegt. Dann haben wir hier am Wasser geschlafen heute Nacht. Wie gesagt, Ameisen, Fliegen, Mücken. Und hier sind wir jetzt in Viala. Hier hören wir erstmal auf und verabschieden uns erstmal von euch, unseren Zuschauern. Und dann sehen wir uns auf dem Weg zum Uluru. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Maui. Ciao.